Hallo und herzlich willkommen zu The Sims 3 Into the Future. Ja, mein Urlaub ist endlich vorbei und jetzt geht's auch gleich los mit The Sims 3. Ja, endlich sind wir mal wieder hier. Ich hoffe, ihr habt auch Sims 3 vermisst. 15 Parts noch. Dann sind wir dann auf Part 100 gelangt bei The Sims 3. Ja, und danach kommt schon The Sims 4. Mensch. Geht ganz schön schnell. So, unsere Charlene, die jetzt doch schwanger ist. Ich will sie noch umstylen. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wenn sie ihr Kind dann bekommen hat, soll sie dann ziehen die nochmal um. In einen anderen Stadtteil. Appaloosa Plains oder sowas. Oder vielleicht doch Sunset Valley. Mal schauen. Auf jeden Fall nicht mehr hier, wo Wasser ist. Das stockt mir so viel. Und unser Pferdchen. Hallo. Wie heißt er denn? Das weiß ich gar nicht mehr. Bonita. Bonita. Ein Weibchen. Ja. Hallo Bonita. Oh. So. Unser Joel. Fleißig am Trainieren. Was macht er? Ja, schönes. Oh. Er hat Hunger. Warum isst du auch nichts? Wo sind denn die ganzen Futternäpfe? Lol. Hallo. Wo sind die Futternäpfe? Oh. Wo sind denn jetzt diese Futternäpfe? Bin ich jetzt blind? Ach, da. Oh, lol. Schon so lange her. Ich gar nicht mal weiß, kommen die ganzen Viecher, sondern hier alle mal was fressen. So, unsere Charlene, weil wollte ich mal umstylen. Komm, Bücher kaufen brauchst du jetzt nicht. Brauchst auch nicht essen. Und zwar gehen wir mal hoch. Ja, Outfit wechseln kann sie jetzt nicht. Ach, kann sie auch jetzt nicht. Sie ist ja schwanger. Ach, habe ich ja ganz vergessen. Oh, lol. Bin gespannt, wenn sie ihr Kind bekommt. Ja komm, du kannst dich ja um dein Pferdchen hier kümmern, um Bonita. Warum auch nicht? Bauchkraulen. Leckerchen. Reden. Streichen. Umarmen. So. Pflegen. Bürsten und Huf auskratzen. Ah, keine Party. Oh, wie süß. Wie süß. Ey. Oh. Charlene hat Bonita offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Sie möchte mit Bonita Freundschaft fürs Leben schließen. Oh, wie süß. Oh mein Gott, das ist doch so süß. Oh. Ich weiß, ihr werdet dann sagen, oh Gott, was hat die Alte denn? Nee. Bin das süß. So. Musst du jetzt unbedingt trainieren? Oh, ist das laut hier. Hello? Für mich zu Ende. Oh, ist kein Fernsehen. Ich habe auch neue Objekte bekommen. Wollte ich euch mal zeigen. Mal schauen, vielleicht finde ich das jetzt. Ich werde auch 20 Minuten immer Gameplay. Es kommt dreimal die Woche. Warte mal, Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Nee, viermal. Sorry. Es kommt viermal. Ja, einmal habe ich diese Lampe hier. Und diese Lampe habe ich geschenkt bekommen. Schick, ne? Kann man sogar auf den Boden hinstellen. Lol. Kaufen wir mal. Stellen wir. Nee. Die ist cooler. Ah, die ist ganz schön weit. Na? So. Cool aus, ne? Kann ich die auch einfärben? Geht das? Ja! Oh lala, dann mache ich das auf Rot.
Oh, das sieht doch cool aus. Nice. So. Schicki, schicki, Mickey. Na, ich habe mir das so überlegt. Habe ich noch was Neues? Nee, eigentlich nicht. Aber für die Sims habe ich neue Sachen. Doch, ich habe viel was Neues. Warte mal. Ein Auto habe ich ein neues. Da. Ist das nicht geil hier? Ist doch cool. So. So ein Auto stelle ich auch hin. Ist mir egal. So. Ich musste das haben. So ein schönes Auto. Finde ich echt cool. Ist das eigentlich Eleanor oder sowas ähnliches? Nee. Vielleicht doch? Weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr einen Kommentar schreiben. Auf jeden Fall sieht das cool aus. Sieht aus wie Bumblebee oder sowas. Hier von Transformers. Kennt ihr diesen Film? Transformers? Oh. Wenn ja, schreibt doch mal einen Kommentar dazu. So, Charlene. Kümmerst du dich gut um dein Pferdchen? Hallo? Kannst du dich mal... Pferd ausführen. Soll mal was tun hier. Essen kannst du immer noch. Kannst eigentlich hier raus, ja. Oh, jetzt läufst du mit dem Pferd, oder was? Wie wär's mit... Satteln? Ja, wie wär's, wenn du mal raufgehst? Ach, dann nicht. Ach ja, stimmt ja. Ich glaube, das geht gar nicht. Sie ist ja schwanger. Hierher gehen. Was macht unser Joel wieder? Immer noch fleißig im Trainieren. Du bist immer noch im fleißig Trainieren. Komm, kannst aufhören. Muss dich auch mal um die Hunde kümmern hier. Waschen und sowas. Baden, wie auch immer. Ah, ich habe eine Badewanne, genau. Na los, komm. Schneller, schneller, schneller. Go, go, go. Joel! Oh, das Auto sieht doch geil aus, oder? Ich dachte mir, komm, lass es mal was runterladen. Eigentlich lade ich da oben gerne runter. Bei diesen zwei konnte ich 1000 von Sachen runterladen. Bei diesen drei, da reichen nur 50 Sachen und das leckt schon. Oder es geht gar nicht mehr. Bei Sims 2 war das nicht so. So. Hund, baden, los. Joel, mach mal. Ja, ich dachte so, 20 Minuten reicht ja. Wie die Sims 2. Ah, ich habe in meinem Urlaub schön Ruhe gehabt. Hab schön Spaß gehabt. Viel unternommen, viel gemacht. So, den kannst du auch noch gleichzeitig bürsten. Na, nicht telefonieren. Hat die Flöhe? Nö. Genau, kümmere dich um den Hund hier. Spaß haben und dann... Ich habe ja so ein Bild doch gemacht und ich habe doch so auch so ein Blumenbord hier, ne? Und meine ist ja pink und den habe ich ja bei mir so auf oben auf dem Kopf sehen gemacht. Ich bin auch einer von den Sims. Am coolsten wäre, wenn ich so eine Zeichnung kriegen würde. Oder so eine Zeichnung so von mir und dann so ein Blumenbord noch drauf. So ein Diamant. Von den Sims. Sieht doch geil aus.
Tierbaden. Welchen nehmen wir jetzt? Komm, wir nehmen mal Aki. Scheußlich. Qualität scheußlich. Ja, dann ist es bitte nicht mehr. Komm, den gehst du erstmal was essen. Und danach... Bella hat Pfötchen zu geben. Also, Bella hat gelernt, Pfötchen zu geben. Ja, yeah, fein. Und noch verlesen. Oh, peinlich. So, Aki baden. Dann nimm Bella. Wo ist die? Wo ist die Alte denn? Oh. Ist das nicht süß? Ach Gottchen, das sieht so süß aus. Ich habe auch noch neue Frisuren. Was kann ich ja Charlene erst geben, wenn sie ja nicht mal schwanger ist. Und neue Outfits. Habe ich auch runtergeladen. Weil ich gedacht habe, ach gut, 15 Parts noch. Naja, gut. Soll ich nicht so streng sein? Dann lade ich halt was runter. Ich habe die ganze Zeit kaum was runtergeladen. Was mich immer angekotzt hat, dass ab und zu mal ging, ab und zu ging mal nicht. Ja. Nein, ich sehe seine pflegen und spielen. Wo ist denn Aki? Ja, nee. Genau, sie tut ja noch was essen. Unser Pferdchen. Irgendwie laggt das ja schon wieder. Oh nein, bitte nicht. Ah, doch nicht. Lol, ich dachte, es laggt. Nein, das hat nicht gelaggt. So. Pferdchen. Herumgalopp. Oh, wie süß das aussieht, ne? Wenn Bonita so schön rumrennt. Na gut. Bonita muss auch wieder zurück. Hier rein. Trinken. Fressen. Und Nickerchen. Charlene isst was Schönes. Oh, sorry. Nein. Kann jetzt wach werden und er gibt ihn jetzt ein Flohhalsband. Ja, hier. Na komm. Na. Was macht sie? Achso, sie will es kaputt machen. Dann mach das. Werd glücklich. Geh auf Toilette, duschen und mach Haier. So. Eva. Oh, Aki wird gebadet. Super. Super. Ih, die Flöhe. Ih. So, bürsten und spielen. Oh.
So. Kann er wieder auf Toilette gehen. Wäsche waschen. Und wieder. Nee. Was essen? Hotdog. Man kann auch Haie machen. Oh, 15 Minuten haben wir schon circa. Ja, 20 Minuten reichen, ja. Für die Sims. Drei erstmal. So, Aki, du kannst jetzt erstmal was kaputt machen, aber nicht hier meine Sachen. Spielzeug holen. Dann was futtern. Jagen und schlafen. Warum tut er jetzt nicht essen? So. Das denn? Ist das schmutzig oder was? Lol. Also ersetzen. Wurde angekaut. Ihr Viecher. So, sie schläft schon. Und Joel? Ach komm, Joel kann dann immer noch schlafen. Also erstmal Wäsche waschen. Go, Joel. Aha. Irgendwie auch praktisch, wenn man so einen Trockner hat. Alles etwas schneller. So, Hundi hat Hunger. Essen. Ja, du bist müde. Gehst auch schlafen. Was ist jetzt schon wieder? Oh nein! Handwerker rufen. Obwohl, nee, kann ja Joel reparieren. So, unsere Charlene. Oh Gott, wie, ich habe voll viele Stofftierhunde hier. Eins, zwei, drei. Heute ist Liebestag. Umarme deine Freunde und küsse deinen Partner. Denn Liebe liegt in der Luft. Geh mit deinem Schatz zum Frühlingsfest. Oder noch besser, finde dort deinen Seelenverwandte. Oder Verwandten. Lol. Wie süß. Hat sie kein PC, wo sie am PC gehen kann? Nö. Sie hat kein PC? Doch, hat sie doch. Schreiben. Sportbuch beginnen. Schreibfähigkeit ausbauen. Ja. Oh, sie will ein Bettchen. Eine Katze adoptieren. Buch lesen. Oh, mal so ein Kinderbett hinstellen. Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ah, wir denken mal, es wird ein Junge. Also... Also denke ich. Heute nicht. Wir nehmen einfach neutrale Sachen. Falls es ein Mädchen wird, können wir darüber stellen. Ist ja egal. Und was nehme ich denn hier? So einen normalen Kuschelbär? Oder so eine Fee?
Oder so eine Hexe. Nö, Fee ist süß. Als für Mädchen. Nehmen wir mal einen ganz normalen Bär. So, dann werde ich sagen, dann beende ich diesen Part und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute!